Heliport, Heliport. Heliport, Heliport, Heli, Heli, Heliport. Heliport, 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 Heliport. Gib acht, hier kommt der Heliport. Da lang. All diese Tische und Stühle aus dem Zwischengeschoss können wir gut gebrauchen. Wir bauen ein Floß, laden Vorräte und Wasser ein, gehen alle an Bord und verschwinden von hier. Sie sind ja völlig verrückt. Bei diesen Wellen und dem Sturm kommen wir nicht an den Korallenriffen vorbei. Wir werden ertrinken. Daher warte ich doch lieber auf Rettung. Mach, was du willst, Martin. Dann frage ich die anderen. Ich hatte dich für mutiger gehalten, Mann. Gut, Billy. Kein Grund, wütend zu werden. Ich helfe dir. Du hattest ja schon immer zwei linke Hände. Oh, bitte geh nicht weg. Ich hab dich gerade gesucht. Jetzt haust du ab, Mann. Oh, Speisesaal. Warum ist der im 20. Stock? Das ist dieses Spiel. 20. Stock, Speisesaal. Einmal hin und her. Egal. Ist es nicht der 20. Stock hier? Nee. Der Fahrstuhl ist im 20. Stock. Wir sind im 19. Stock. Jetzt kommt er runter und... Nee, ist doch nicht der 20. Stock. Hm, okay. 20. Stock. Ah. Was machen Sie hier, Coolio? Warten Sie darauf, dass Walter Jones Geist die Tür öffnet? Machen Sie sich nicht über mich lustig, Jack. Wissen Sie, wie man reingeht? Ja, Coolio, das weiß ich. Durch die Tür. Wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie mit mir hineingehen. Was wollen Sie in diesem Apartment? Genau so, Jack Norn. Ich will die Zimmer vom alten Jones sehen. Mir wurde gesagt, es sei ein wunderschöner Ort voller Reichtümer. Also will ich sie sehen. Mehr nicht. Warum? Hä? Der ist ein Geist. Offenbar mögen Sie das Bild. Mir gefällt's nicht. Geschmäcker sind eben verschieden. Ich bin Fischer und ich kenne mich mit Gemälden nicht sonderlich aus, Jack Norm. Störe ich Sie etwa, Coolio? Hä? Nein, Sie stören doch nicht, Jack Norm. Ich würde Ihnen gern einige Fragen stellen. Die Gegenstände aus Walter Jones' Safe deuten darauf hin, dass die Hochzeit mit Baina stattgefunden hätte und die Erben alle leer ausgegangen wären, wenn er nicht ermordet worden wäre. Der Tod des alten Jones war keine gute Nachricht für mich, Jack Norm. Baina und Walter Jones standen kurz davor, in der Kapelle des Turms zu heiraten. Walter Jones nannte sie die Kapelle von Anna Jones. Es ist ein sehr geheimer Ort. Jetzt ist Walter Jones tot und niemand anders kann in die Kapelle gehen. Ja, eine wirklich schlimme Situation. Ich hatte Blumen und Leintücher für den Altar bestellt. Ich hatte auch meine Freunde und natürlich den Schamanen für die Zeremonie eingeladen. Es hätte eine Hochzeit werden sollen, die alles wieder gut macht, Jack Norm. Jetzt werden alle viel Geld verlieren. Wo ist diese Kapelle, von der Sie sprechen? Ich glaube, sie ist im Jones-Turm, in der Nähe seiner Suite versteckt. Aber nur Jones wusste, wie man hineinkommt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Zum Glück sind wir im Jones-Turm. Wir haben das hier und wir haben das hier. Wer war an dem Ort als letztes in der Bibliothek? Das wissen wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ne. Was ist hier? Upsala. Huch. So. Aber das ist doch alles... Wir haben laut der Info alles. Hier wird berechnet, wie viele Hinweise Sie brauchen, um das ausgewählte Rätsel zu lösen. Wir haben doch alles voll. Hätte ich jetzt gesagt.
Vielleicht doch mit Schießen? Ich weiß es nicht. Des Dings. So, was ist mit ihr? Nolan sagt, dass Lorenzo schießen kann. Diese Hinweise passen nicht zusammen. Billy gibt zu, an beteiligt zu haben. Okay. So, Marco gibt an, gibt zu, an der Safari teilgenommen zu haben. Dieses Foto erinnert mich an die schönsten. Außer Übung, lassen wir das mal. So, dann haben wir Lorenzo gibt zu, gut schießen zu können, ist aber angeblich außer Übung. Diese Hinweise passen nicht zusammen. Diese Hinweise passen nicht zusammen. Diese Hinweise passen nicht zusammen. Wer ist ein guter Schütze? Wer ist ein guter Schütze? So vielleicht? Ha! Rätsel gelost. Wer ist ein guter Schütze? Lorenzo, Marco, Nolan, Billy und Sonja sind gute Schützen. Lorenzo und Nolan sind gute Schützen. Und seinen Enkeln hat Großvater Jones das Schießen beigebracht. Hervorzuheben wäre da Marco, der sich dank seiner Schießkünste sogar in der Armee auszeichnen konnte. Billy ist der Einzige, der nicht schießwütig ist. Zumindest behauptet er das. Damit haben wir zumindest einige Verdächtige. Schön, dass es gut vorangeht, Jack. Wählen Sie sich einen der drei Verdächtigen aus. Sie werden den Meisterschützen, der Walter Jones an jenem besagten Abend mit der Tatwaffe ins Reich der Toten befördert hat, schon finden. Aber Funkempfang haben wir hier, ja? Es ist nichts. Diese Untersuchung setzt mir zu. Hä? Kommen Sie, gehen wir zum Restaurant, um diese Leute zu befragen. Mal wieder essen. Hä, mit wem hat er denn gesprochen? Und er ist schon wieder. Was ist das denn hier für ein Objekt? Ach, das. Oh nein, haben die echt gebaut? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich muss Ihnen einige wichtige Dinge mitteilen. Wie Sie alle wissen, tobte letzte Nacht ein Hurricane im Archipel. Er hat die Struktur des Turms beschädigt. Und heute Morgen sah ich viele Risse auf den unteren Etagen, besonders in den Suiten, die Sie bewohnen. Das Fundament und viele Stützmauern wurden geschwächt.
Sie wissen, dass ein Teil der Elektrizität ausgefallen ist. Daher müssen wir diese Suiten evakuieren. Und ich bitte Sie, sofort Ihre Sachen zu packen und sich zur Heliport Lounge zu begeben. Dort ist es zwar weniger bequem, aber wenigstens sind wir dort sicher. Und das ist doch das Wichtigste. Wir werden dann zur Insel Sali evakuiert. Wie Sie sich denken können, sind die Behörden momentan überfordert. Die Bewohner der Insel, die am schwersten getroffen werden, haben höchste Priorität. Es hat einige Tote und viele Verletzte gegeben. Geraten Sie nicht in Panik. Vergessen wir nicht, dass wir noch Glück hatten. Wirklich Glück. Großes Glück. Inspektor Norm, Inspektor, ich... Was ist mit Ihnen, Noland? Ich habe wichtige Neuigkeiten für Sie, Inspektor. Ich kenne den Mörder. Ich kann Ihnen das nicht jetzt sagen. Ich muss noch einige Details klären, verstehen Sie? Ich werde Ihnen alles morgen früh sagen. Der stirbt. Wie Sie wollen, Noland. Wenn Sie es mir jetzt nicht sagen können, dann sagen Sie es mir morgen. Was für ein Tag. Hoffentlich wird diese Nacht ruhiger als die letzte. Der stirbt. Vielleicht kann ich sogar schlafen. Nun gut, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Nichts wie ab ins Bett. Strukturelle Integrität ist gestört. Ah, Jack. Reeves, alles okay? Sie fragen, wie es mir geht? Ich wurde gerade von einem Erdbeben oder etwas Ähnlichem geweckt. Wenn das so weitergeht, stürzt noch der Turm ein. Das gefällt mir nicht, Reeves. Sie müssen uns schnellstmöglich evakuieren, sonst haben Sie es nicht nur mit einem Mord zu tun, sondern wir gehen alle drauf. Mich eingeschlossen. Beruhigen Sie sich, Jack. Sind alle am Leben? Ich bin eben aufgewacht. Ich habe niemanden gesprochen. Hier ist alles okay, aber ich glaube, irgendwo hat es Schäden gegeben. Ich sehe mich um und melde mich wieder, okay? Dieser Sturm hat den ganzen Archipel heimgesucht, Norm. Wir haben 11 Tote auf der Insel Mahu, die von einem Schuppen zerquetscht wurden. Ich weiß noch nicht, wie viele Verletzte es gibt, aber es wurden viele von anderen Inseln ins Krankenhaus nach Saleh evakuiert. Es sind eine Menge. Und da sind die 100 oder so, die jetzt obdachlos sind, noch nicht mitgezählt. Es wurden unzählige Häuser und Hütten zerstört. Bis später, Jack. Ach, hatte ich fast vergessen. Wie läuft Ihre Untersuchung? Keine Sorge, Reeves. Sie kennen doch Noland, Jones Anwalt. Er will mir heute Morgen etwas enthüllen. Und zwar nichts Geringeres als den Namen des Mörders. Ah ja, da wäre noch etwas. Jack, wir können Sie leider nicht sofort evakuieren. Der Hubschrauber fliegt momentan Notfalleinsätze. Die 3 Rettungsschnellboote sind weit weg von Zagora, an Orten, die völlig abgelegen sind. Wir organisieren unsere Missionen so, dass wir zuerst die Menschen retten, die in größter Gefahr sind, verstehen Sie? Aber ich melde mich, sobald ich etwas für Sie tun kann. Also wenn das unser Boss ist, hat er ein riesengroßes Interesse daran, dass das Ding hier gelöst wird, oder? Also ich bin echt beeindruckt, wie das flutscht. Okay, und sein Koffer lassen wir stehen, stört ja auch nicht. Ist schon in Ordnung. Das ist furchtbar. Wir kommen nicht mehr zum Floß. Unsere Hoffnung auf Rettung ist dahin. Die Fahrstühle sind kaputt, die Treppen zu den Suiten und die Lobby eingestürzt. Das Floß war so gut wie fertig. Bereit, in ruhigere Gewässer zu segeln. So ein Ärger. Auf dem Seeweg können wir die Insel nicht mehr verlassen. Das Rettungsteam können Sie vergessen. Die haben uns einfach fallen gelassen. Die Einheimischen sind denen viel wichtiger, als wir es sind. Als wäre es nicht dringend, uns hier rauszuholen, bevor wir alle als Fischfutter enden. Beruhigen Sie sich. Keine Panik. Ich habe eben mit Commissioner Reeves telefoniert. Er schickt uns den Hubschrauber, sobald er kann.
Er hält unsere Lage nicht für ernst, verglichen mit der der Einheimischen auf den Nachbarinseln, die letzte Nacht zusammen mit ihren Häusern samt Hab und Gut verschwunden sind. Sie schuften da draußen wie verrückt und nur mit dem Nötigsten. Wir müssen Geduld haben. Ich kann uns vielleicht hier rausbringen, wenn die Rettung zu spät kommt. Was soll das heißen? Ich wollte es bisher lieber nicht erwähnen. Aha. Diese Lösung ist risikoreich, besonders bei schlechtem Wetter. Na los, raus damit, Lorenzo. Das nervt langsam. Nun, oben auf dem Turm ist ein Heißluftballon und... Aha. Sie haben das die ganze Zeit für sich behalten? Und wir haben stundenlang an diesem Floß gebaut. Bastard! Für wen halten Sie sich, so über unser Leben zu bestimmen? Aber hören Sie, es wäre absoluter Wahnsinn, bei diesem schlechten Wetter damit loszufliegen. Wenn Sie das Risiko eingehen wollen, alle zu einem schlechten Tod im kalten Meer zu verdammen. Jeder von uns muss für sich entscheiden, ob er mit diesem Ballon fliegt. Und diese Entscheidung kann uns niemand abnehmen. Nun, wenn es Ihnen wirklich ernst ist. Ich werde seinen Zustand überprüfen und ihn danach startbereit machen. Genau. Und beeilen Sie sich. Denken Sie nicht mal daran, allein zu fliegen. Wir behalten Sie von jetzt an im Auge, Lorenzo. Alles ist eine schlechte Option. Ein Heißluftballon. Unglaublich, Leute. Lorenzo, der brillante Architekt dieses Ortes, hat den Ballon vor uns versteckt. Ja, genau. Einen Heißluftballon. Einen Heißluftballon. Einen Heißluftballon. Ja. Einen Heißluftballon. Ist Martin verrückt? Lass das Gelächter, Martin. Das ist nicht witzig. Ein Heißluftballon. Man lernt doch jeden Tag was dazu. Ja. Ja. Das ist doch völlig verrückt. Ja. Ein Heißluftballon. Lorenzo Battaglieri wollte uns im Stich lassen und allein fliehen in seinem Heißluftballon. Heißluftballon. Alter Witzka. Jetzt wird's ein bisschen seltsam, das Spiel. Aber nur ein bisschen. Ich kann auch keine Videos jetzt gucken hier. Schnaps und Kekse, die Ballade vom Heißluftballon. Okay. Einen Heißluftballon. Ballon. So. Einen Heißluftballon. Hä? Aber warum? Verehrte Isabella, ich habe Ihnen ein schreckliches Geständnis zu machen. Da der Flugzeugabsturz, bei dem Ihr Mann Edward Jones bei seiner Rückkehr nach Kanada ums Leben kam, war weder ein Selbstmord noch ein Unfall. Sie wissen, dass Walter Jones sich einverstanden erklärt, die Schulden Ihres Mannes zu tilgen, indem er ihn verpflichtete, für das Jones-Unternehmen zu arbeiten. Er überzeugte Edward in Halifax Untersuchungen über mich anzustellen. Ich weiß, dass das in Ihren Augen feige und unwürdig erscheinen mag. Während unseres Treffens in seinem Hotel musste ich Edward, um ihn davon abzuhalten, die mich... Was belasse? Alter, hätten Sie nicht mit bessere Schrift abnehmen können? Dass Sie mir anvertrauen... 2000... Achso, okay. Anvertrauen haben. Aber das Pech war mit mir... Arsch, nee, noch am gleichen Abend rief er mich an, um mich von der Unterhaltung mit seinem Vater in Kenntnis zu setzen, in deren Verlauf er ihn aufforderte, seine Seite des vermeintlichen Vergewaltigung zu schildern. Welche Vergewaltigung?
Walter Jones bestritt zwar den Vorwurf, ohne ihn jedoch überzeugen zu können. Edward stürzte daraufhin in ein Loch aus Verzweiflung und Wut. Er rief mich am folgenden Morgen erneut an, um mich mit Beschimpfungen und Anschuldigungen zu überhäufen. Die Akte, die er gegen mich angelegt hatte, war in der Nacht aus seinem Hotelzimmer gestohlen worden. Ich wusste nichts darüber. Ich entschloss mich, ihn in seinem Hotel in Halifax aufzusuchen und mit ihm darüber zu reden. Aber Edward hatte Halifax bereits verlassen und wartete in Yarmouth auf sein Privatflugzeug. Im Foyer seines Hotels erkannte ich zufällig einen von Walter Jones' Handlangern, der sich inmitten eines Telefongesprächs befand. Ich konnte hören, wie er erklärte, dass das Flugzeug ihres Mannes sabotiert wäre und dass die kompromittierende Akte nun in sicheren Händen sei. In diesem Moment, ich weiß nicht, ob es aus Angst oder Feigheit war, aber ich reagierte nicht. Am folgenden Morgen hörte ich im Radio, dass der Jet mit dem Sohn des Militärs Walter Jones an Bord auf dem Weg nach Boston über dem Golf von Maine abgestürzt war. Ich habe nichts getan, um ihm zu helfen, und jetzt werde ich auch noch ihr Vertrauen und ihre Freundschaft für alle Zeiten verlieren. Okay. Okay. So. Seltsam. Er funktioniert nicht mehr. Oh, zum Glück. Lass mich raten, ich muss die Treppen laufen, oder was? Oh nein, mache ich jetzt nicht. Also, nee. So, da lang. Keiner da. Nee, okay. Bam, 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 bam. So, guck mal. Oh, die Risse hier. Das ist ja... Puh. Ach, da kommt Duft raus aus den Rissen. Auch keiner da, okay. Okay. Wo sind die alle hin? Verzeihen Sie, nur eine Frage. Geht ganz schnell. Verzeihen Sie, ich bin abgelenkt. Ich habe, was ich brauche. Bis später. Ging ganz schnell. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Verzeihen Sie, ich bin abgelenkt. Ich habe, was ich brauche. Bis später. Wozu mehr Dialoge einsprechen? Fällt da sowieso nicht auf. Bam, 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 bam. Großvaters Turm ist super. Ein Grab, das im Meer versinkt. Mal unter uns. Mit dem Ballon haben wir bessere Chancen als mit dem Floß. Verzeihen Sie, ich bin abgelenkt. Ich habe, was ich brauche. Bis später. Ja, das stimmt. Ich denke, wir sollten überlegen, wie wir unsere Haut retten können. Alles andere ist vorerst zweitrangig, oder? Na ja, komm hier, Schildkröte. Die Gegenstände aus Walter Jones' Safe deuten darauf hin, dass die Hochzeit mit Baina stattgefunden hätte und die Erben alle leer ausgegangen wären, wenn er nicht ermordet worden wäre. Walter Jones war ein echter Halunke, das können Sie mir glauben. Aber er ist tot. Und der alte Collier und seine Tochter haben verloren. So sehe ich die Sache. Sie haben einfach Pech gehabt. Sie haben ja nicht alles verloren. Diese Insel und der Turm gehören ihnen, solange sie nicht versunken sind. Wieso? Nee, tun sie eben halt nicht. Die waren ja nicht verheiratet. In welcher Beziehung stand Walter Jones zur Beratungsfirma ihres Vaters? Sie sind sehr gut informiert, Inspektor. Walter Jones war dafür verantwortlich, dass die Beratungsfirma meines Vaters pleite ging. Er wollte Billy nicht helfen, dem die russische Mafia wegen seiner Spielschulden auf den Fersen war. Der alte Mann hat keinen Finger gerührt. Mein Vater hat Billys Schulden bezahlt. Das hat er natürlich für mich getan, aber er verließ sich darauf, dass Billy es ihm bald zurückzahlen würde. Was natürlich nicht geschehen ist. Doch, hat er. So geriet die Firma meines Vaters in Not. Er hatte einen Herzinfarkt und wäre sogar beinahe gestorben, wissen Sie? Es geht ihm noch nicht besser. Und schon stand das Jones-Unternehmen bereit, Vaters Firma zu kaufen. Ich hätte Jones erwürgen können. Ich habe davon geträumt.
Mhm. Ich habe den Eindruck, dass Walter Jones nicht gerade nett zu Ihnen war. Walter Jones wusste, dass es meinem Vater nicht gut ging, als er seine Beratungsfirma aufgeben musste. Und er hat deswegen nichts unternommen. Obwohl er wie mein Vater ein Selfmade-Man war. Er hätte verstehen müssen, dass mein Vater alles verloren hatte. Und das alles nur wegen Billy, Inspektor. Ja, Jones war ein Monster, ein grausamer und herzloser Mann. All dies deutet darauf hin, dass Billy ziemlich in der Bredouille war. Wie seine Familie. Was meinen Sie? Walter Jones hat uns diese Suppe eingebrockt, Inspektor. Der alte Schakal war nicht in der Position, moralische Ratschläge zu erteilen. Er war es doch, der Billys Schulden nicht tilgen wollte. Walter Jones, einer der reichsten Männer der Welt, gibt seinem Enkel keinen müden Cent. Ich hätte Jones nicht für so einen Gauner gehalten. Sein Komplize Nolan sieht auch nicht besser aus. Soweit es mich betrifft, kann Walter Jones in der Hölle schmoren. Und Nolan hat es auch nicht anders verdient. Er hat seinem Boss geraten, den Untergang von Vaters Firma abzuwarten, um sie billiger kaufen zu können. Dann bis später. Was haben wir jetzt bekommen? Eine Aussage, ne? Ach ja, wir müssen noch herausfinden, wer als letztes in der Bibliothek war. Hallo? Glauben Sie wirklich, dieser Heißluftballon kann uns hier wegbringen? Das hoffe ich, aber dummerweise habe ich andere Prioritäten. Verzeihen Sie, ich bin abgelenkt. Ich habe, was ich brauche. Bis später. Spreche. Es scheint dir nicht sehr gut zu gehen, Christina. Nein, mir ist heiß, kalt. Ach, ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Mein Gott, Süße! Wie du leiden musst! Verschwinde, Martin, ich kümmere mich um sie. Okay? Okay, ich gehe. Danke, Marco. Hat der. Warum scharwenzelt der immer um dich rum, Christina? Ja, eben. Ach, vergiss doch den armen Martin. Du baust das auf, Marco. Ich bin so erschöpft. Ich bin auch erschöpft, Christina. Ich habe deine Lügen so satt. Ich werde ein wenig frische Luft schnappen. Du machst mich krank. Hä? Oh. Darf ich mir wohl mal Ihre Taschen ansehen? Das ist mir sehr peinlich. Wenn Sie es verhindern, dann muss ich das als Behinderung der Justiz auslegen. Genau. Dann tun Sie, was Sie wollen, Inspektor. Ich tue immer, was ich will. Das war Taschenuff hier. Marco Jones an Mr. Hubert de, wie auch immer. Ich, der Unterzeichnende Marco Jones, einer gesetzlichen Erben von Walter Jones, überschreibe Mrs. Hubert, nee, Mr. Hubert, dem Anwalt mit sofortiger Wirkung und unentgeltlich 10% meines Erbanteils. Zagora ohne Anerkennung eines, einer Rechts... Was? Mein liebster Marco, ich habe dir ein schreckliches, düsteres Geheimnis zu enthüllen, das ich abgesehen von Mr. Hubert de Nolan, dem ich blind vertraue, noch keinem anderen anvertraut habe. Ich gab ihm diesen Brief mit der Aufforderung, ihn an dich weiterzuleiten, sobald du dich als reif genug erweist, seinen Inhalt zu verstehen. Edward, der dich aufgezogen hat und den du immer als dein Vater achtet hast, ist nicht dein leiblicher Vater. In Wahrheit bist du der Sohn von Walter Jones, deinem Großvater. Dieser schreckliche Mann nahm eines Abends die Abwesenheit seines Sohnes etwa zum Anlass, in seiner hustender Stadtwohnung, in der wir Urlaub machten, über mich herzufallen. Anna Jones, seine Frau, überraschte uns. Ich möchte, dass du weißt, dass diese arme Frau 2 Jahre später nicht an einer chronischen Lungenentzündung starb, sondern an der Wunde jenes Abends. Du bist das Kind dieser unnatürlichen Vereinigung in Zucht. Meine Erziehung verlangte von mir, dich am Leben zu erhalten, obwohl ich dich auch oft verflucht habe. Ich hoffe inständig, du wirst mir verzeihen. Ich fürchte, dass Chaos und die Schande, die den Ruf unserer beiden Familien befleckt hätte. Ich ließ dich und auch Edward in den Glauben, du seist sein Sohn. Meine Gesundheit schwindet und ich bin mir nicht sicher, wie lange ich noch zu leben habe, aber wie lange es auch sein mag, ich hoffe von ganzem Herzen, dass du mich eines Tages verstehen und mir vielleicht sogar verzeihen wirst. Warum hat sie das denn?
In inniger Liebe deine Mutter. Ist die Mutter die Tochter von dem Dings oder ist Edward ist der Sohn, ne? Von dem Verstorbenen. Meine liebste Isabella, ich hatte bisher nie den Mut, persönlich mit dir über das Folgende zu reden. Ich möchte, dass du weißt, dass du mich trotz all deiner Versuche, mich glauben zu lassen, Marco wäre mein Sohn, doch nie täuschen konntest. Ich habe dir nie erzählt, was genau bei dem Unfall passierte, der sich ereignete, als ich im Oktober 73 die Baustelle zum Wiederaufbau des Atomkraftwerks im russischen Witebsk besuchte. An diesem Tag wurde ich, wenn auch nur mäßig, verstrahlt, jedoch reichte es, dass ich von zwei unabhängigen Spezialisten, die mich in der Folge untersuchten, als irreversibel zeugungsunfähig eingestuft wurde. Ich bin jetzt hier in Halifax, um eine Untersuchung zu beenden, die mein Vater gegen Hubert de Nolan angestrengt hatte. Ich habe indes allerlei peinliche Dinge über diesen Winkeladvokaten herausgefunden. Als er bemerkte, dass er kompromittiert worden war, versuchte er, das Schweigen meines Vaters zu erpressen, indem er ihm drohte, die Beziehung zwischen dir und meinem Vater publik zu machen. Marco ist nicht mein Sohn, sondern seiner. Ich habe aber ebenso erfahren, unter welchen Umständen mein Vater sich an dir verging. Ich hatte nie gelernt, Walter Jones zu lieben. Heute jedoch verachte ihn für das, was er uns angetan hat. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dir keinerlei Vorwürfe mache, denn jetzt verstehe ich auch den Grund für deine Distanz und die Depression, die dich nun schon so lange quälen. In Anbetracht dieser Information habe ich mich wie ein blinder Idiot verhalten, der die Wahrheit einfach nicht sehen wollte. Ich liebe dich trotz unserer traurigen Schicksals, Edward. Der Fall Edward Jones, der Selbstmord, war ein Verbrechen. Die Möglichkeit eines Selbstmords von Edward Jones, Sohn des Milliardärs Walter Jones, schien heute ausgeschlossen worden zu sein. Die genaue Untersuchung der Flugzeugtrümmer durch Polizeiexperten brachte zutage, dass sowohl der Funk- als auch Treibstofftanks sabotiert worden war. Ursache des Absturzes, der sich am 3. Mai 2002 89 Kilometer entfernt vom Flughafen Yarmouth ereignete, wo das Flugzeug um 13.14 Uhr Richtung Lynn, ein Flughafen nahe Boston, abhob, war austretender Treibstoff aufgrund eines leckenden Tanks. Am Golf von Maine war an diesem Nachmittag kein Notrufsignal verzeichnet worden. Die Polizei sucht noch immer einen Mann, der gegen 5 Uhr früh von einem Flughafenangestellten beim Verlassen jenes Hangars, in dem das Flugzeug stand, gesehen wurde. Walter Jones, der Vater des Opfers, wurde heute Morgen nach einem längeren Verhör wieder entlassen. Die Polizei sucht nach Verbindung zwischen dem Saboteur und der Person, die den Absturz angeordnet haben könnte. Ey, das wird ja hier... Das ist ja ein Krimi. Das ist ja ein Krimi. Aber sowas von Krimi.